So, und jetzt muss ich nur noch daneben landen, weil ich das nämlich von da unten aus. Es ist so schön hier. Warum muss dieses böse Teil genau hier sein? Würde sagen, so hoch, ne? Weil selbst wenn. Ne, warte mal, komm, ich mach's immer noch ein Stückchen. Ja, falls er ja hier hochkommt, warum auch immer. Du kannst ja so hoch machen, wie es geht. Also, so reicht ja. Ja. Das sieht gut aus. Ein bisschen höher gehe ich noch, oder? Ein bisschen geht schon noch, ne? Aber wie gesagt, jetzt entfernt er sich oder was? Hat noch schön vergessen, der stirbt. Ja, der ist eine drohende Gefahr. Das ist genau wie Trump. Oh Gott, Definitiv. hat er nicht gesagt. Definitiv. So, warte mal, ich fange jetzt an mit dem ersten Dach. Sogar fast zwei nebeneinander bauen. Er guckt schon ganz interessiert. Oh, jetzt kann ich doch hier oben eigentlich landen. Nur nicht absteigen. Fällst du nämlich jetzt runter? Aber ich versuche mal, neben dem Pfeiler noch einen Pfeiler hinzusetzen und ein bisschen höher zu gehen. Mal vielleicht. Ah ne, warte mal, ich habe nur noch. Wie viele Pfeiler habe ich noch? Fünf. Brauchen wir nicht mehr. Theoretisch reicht das Gebaute ja. Aber was hat eng mit den Vögeln? Die müssen halt auch mit drauf. Aber die könnte man vielleicht ja an die Seite stellen. Die müssten quasi nach hinten stehen, dass er. Na genau so jetzt hier. Genau, das sieht gut aus. Nur wenn du jetzt runterspringst, fällst du halt vielleicht runter, ne? Ich würde. Das ist Naja, halt ich das weiß. Problem. Man Ich weiß. muss halt sicher absteigen können. Also wenn jetzt hier so landest, so. Ah. Dann fällst du runter. Ne, ich krieg's aber auch So. nicht besser. Nur so hin. Oh, guck mal, jetzt hat er gerade den Pronto gefressen. Und. Das war's mal wieder komplett. Holz haben wir nicht mehr dabei, gell? Nein. Aber das könnte man ja noch schnell machen. Und was ist, wenn wir. Wenn du aber genau da stehen lässt, lass mal, du steigst nach rechts ab. Nach rechts ab, ja. Warte mal, Flieg mal ich. stell dich mal andersrum hin und stell dich wieder genau dahin, wo er gerade war. So dass du aber nach rechts auf die große Fläche absteigst. Dass die quasi Richtung unseren Turm sind. Also jetzt 90 Grad, wenn dann nach rechts. Oder so. Oder so, aber da haben wir mal genau da, wo wir kämpfen, keinen Platz. Und was ist, wenn wir zu denen sagen, geh in die Luft und sei passiv? Dann greifen die doch, dann kreisen die auch die ganze Zeit über uns. Und wenn wir sie brauchen, rufen muss er her. Die greifen ja dann nicht an. Also ich sage ihm jetzt erst auf jeden Fall erstmal kurz, dein Ziel angreifen. Passiv. So, jetzt ist er schon mal passiv. Wie Passionslevel gesagt, ich hätte passiv. halt einfach Vorsicht, Jo. wenn du den hier hinstellst. Grob. Dann kann man ja absteigen. Ja, warte, so komme ich auch noch. Er steht halt bis in der Ecke. Und da ist eigentlich alles Achtung, ich will schick. dich nicht wegschieben. Ich muss mich nur noch verhalten. Ich habe nämlich dein Ziel ergreifen. Entschuldigung. Passiv. Steigst du bitte ab? Dann schiebst du nämlich Hilde runter. Oh, war das knapp. Noch So. Agnes Level, ne? Man das Wichtige nicht vergessen. So, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Jetzt freut sie sich, schmeißt mich runter tot. Freunde. Also von der Höhe her ist es easy. Wenn er jetzt so direkt unter uns kommt, müssen wir halt schauen, ne? Dürfen wir halt nicht Ja. runterfallen. Ja. Kannst du halt nicht schön nach unten schießen. Na, wir probieren es kurz hin. So, Freunde. Wir machen jetzt das Scheißvieh platt. Breit. Warte. Hast du die Betäubungspfeile drin? Hab ich drinne. Hätte sogar noch für die Armbrustbetäubungspfeile bereit. Feuer frei. Siehst du, die fliegen doch langsamer. Ja, guckt. Ja. Ja, Gleich. Scheiße. Vielleicht schläfst du, Digga. Oh, und dein scheiß Gesicht. Oh, das hat ein Akku gemacht. Oh, warte, rennt der schon weg? Wie gesagt, der geht. Das ist nicht sein Ernst. Doch, deswegen ja.
Noch mal hinten, komm. Er kommt aber wieder. Er kommt wieder. Gott sei Dank, der dreht doch schon ein. Aber der ist jetzt schon fast am Schlafen. Sicher. Ja, der schläft gleich ein. Ich glaube, der ist einfach im Rage-Modus. Ich dachte, der schläft gleich. Das ist auch schon ein Stück weiter oben, ne? Aber er schreit nicht an der Dödel. Schön in die Fresse. Oh. Jetzt wackelt alles. Verdammt. Aber fliegt doch nicht genauso wie Gewehrpatronen, ne? Komm wieder her. Komm. Was war das? Folgungsvoll. Er macht sogar mehr Schaden als der Dings. Aber betäubt nicht so gut. Ich kann das den ganzen Tag machen. Aber dann lass ihn rankommen. Naja. Das ist aber gut, wenn der hier immer wieder wegrennt. Also ich kenn's von den anderen Tieren, wenn du die zähmen möchtest. Wenn du das dann... Weiß nicht. Also wenn du die immer anschießt und die dann wegrennen, das ist eigentlich immer kurz davor. Ja, aber er ist ja nicht wie der andere Tier. Weg, ne, Kuppeln. Ja, die Kugeln fliegen doch ein bisschen langsamer, gell? Mhm. Gedacht. Ist ja auch sinnig, eigentlich. Eine Güte. Oh, das war's gerade ein Hit. Schön. Jetzt rennt er ganz weg. Ja. Ich wechsle immer auf die andere Munition. Ja, er kommt wieder. Ich kann ja nebenbei schon mal richtig Schaden machen, ne? Na klar. 238. Vielleicht ist er dann ein bisschen aggressiver. Ich ihm ins Auge schieße. Ne? Guck rein. Er hat immer noch keine äußerlichen Spuren, dass er Schaden nimmt, ne? Nee, aber das ist ja bei Betäuben sowieso nicht so. Komm wieder ran. Die Frage ist, erholt er sich dadurch immer, wenn er wegläuft? Weiß ich halt nicht. Also, ich würde es halt wirklich gerne versuchen, dass wir sagen: einer unten dran, einer fliegt mit Agnes und dann hinterher, wenn er wegrennt. Ja, aber wie gesagt, wenn du unten dran hängst, ich habe ja vorhin unten dran gegangen, du siehst fast nichts. Du musst nach hinten schießen. Also, ich muss nach hinten gucken. Okay. Ich habe in jede Richtung nichts gesehen. Er läuft schön runter. Hm. Wer ficht denn auf die Entfernung immer nicht? Voll ins Auge. Komm schon, Digga. Mach doch mal eine, ey. Ich sag mal, an sich Konstruktion funktioniert. Ja. Problem ist halt wenn nur, wenn es gar nicht klappt. Munition ausgeht. Richtig. Ich habe zwar noch 64, ja, 65 Schuss, aber trotzdem. Ich noch 71. Kann ja nicht so schnell die Betäubung weggehen. Nee, denke ich auch nicht. Denke ich auch nicht. Weil er von A nach B läuft, wisst ihr? Ja. Oh, die Runde ist neu. Hat er keinen Bock mehr? Oh, jetzt sagen, verzieht er sich jetzt komplett oder was? Hat er eingedreht, oder? Nö. Das ist doch nicht sein Ernst. Okay, Jörg, versuch mich zu packen. Ja. Ich muss nach hinten gucken, das heißt so. Ja. So, perfekt. Das war nix.
Zu schwer sein dürfte ich nicht. Wie gesagt, ich stecke halt in dem Adler drin. Also ich sehe auch einfach nicht viel. Nach unten auch nicht, oder was? Also. Ich sehe ihn nicht. Müsste dich halt jetzt hier langsam mal runterlassen, weil ich auch gleich nochmal Luft holen muss. Hier sind wir erstmal safe. Ich glaube, er kommt hier hoch, wenn er das möchte, oder? Gott sei Dank. Ich weiß, dass wenn Fleischdinos hier was essen, dass die sich dann regenerieren. Jawohl, die Kreise kannst du drehen, da treffe ich dich immer. Fehlende Scheiße, hä? Ich habe meins fort gefunden. Oh, so was. Nicht drauf. Wie jetzt? Jetzt änderst du die Drehung oder was? Ich glaube, du hast deine Position verändert. Kannst du doch nicht machen. Das sieht auf jeden Fall schon ein bisschen verletzt aus im Gesicht. Das sind die ganzen Tattoos, der ist einfach verbraucht. Gar nicht. Im Hintergrund ist übrigens ein T-Rex, gell, wenn man den Vergleich sieht. Oh, ich dachte schon. Kann der nicht mal die Klippe runterfallen oder so? Jetzt frisst er. Ist so Spaß. Jetzt heilt er sich. Ich hab Angst, dass der hier hochkommt, ne? Der kommt hier hoch. Das war's, Jörg. Warte. Da kommt er immer noch hoch. Ja. Scheiße, ich wollte dich holen. Ich bin down. Überlebe bitte. Ja, er ist gerade einfach übelst runtergefallen. Kann ich unten beim Haus spawnen? Ja. Kannst du mich da unten abholen? Na, warte, er kommt genau jetzt zum Haus. Ich könnte ihn nochmal anschießen, damit er wieder wegrennt. Also. Geh erstmal wieder auf die Safe-Plattform und mach einfach weiter, vielleicht schläft er auch ein und ich warte. Was ist ein Wichser? Ich Dreck, ey. Dachte, wir brauchen Balliste, verdammt nochmal. Ja, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann suchen wir uns einen anderen Ort, kannst du auch nicht. Aber scheiße, verbringt doch jetzt nicht so Stunden über Stunden Dino. Über Stunden über Stunden. Ja, das ist aber halt so. Was willst du machen? Dann könnte ich die ganze Zeit nur sterben. So, jetzt rennt er weg, aber er kommt bestimmt gleich wieder. Wenn du dann oben auf den Turm gehst, könnte ich dich fix holen. Aber er kommt gerade wieder. Was macht denn jetzt? Was hat er jetzt gedreht oder was? Steht er einfach nur da. Aber wenn du jetzt auf den Turm gehst, kommt er wahrscheinlich gleich zu dir gerannt. Ich spawn mal. Schadet ja nichts. Schadet ja nichts. Solange wir mich nicht sieht, ist auch eigentlich alles safe. Oder, weißt du, was wir auch probieren könnten? Wir fliegen vor den hinterher, vor den hin. Und wenn der uns verfolgt, fliegen wir mal über die Klippe. Er ist doch gerade hier auch den Berg übelst runtergeschossen. Ja, hat er davon Schaden bekommen? Nee, aber er ist die Klippe runter. Und wenn er die Klippe runter ist, dauert es erstmal ewig, bis der irgendwann wieder hier hochkommt. Oder er pegelt sich unten ein und läuft unten seine Kreise. Wird er mal hoch? Komm gleich zu dir, wenn du oben bist. Ich bin oben, ich warte auf dein Kommando. Warte. Darf dich halt nicht sehen, der blöde Penner. Der sieht dich halt, wenn du herfliegst. Der war gerade so weit weg von dem Scheißturm, ey. Arschen, du Kacker. Der war auch so schlecht im Schießen. Warte mal. Brauche ich jetzt hier die gute Munition für heute? So, mach die richtige Munition rein und schießen damit an. Das geht einfacher. Rennt er denn jetzt wieder weg?
Ich komme. Nicht getroffen. Kommt er? Ja. Ich konnte nicht zugreifen. Geh wieder Hau rein. ab. Geh weg. Hat zu lange gedauert, bis er zugegriffen hat. Jetzt greift so das Haus an. Dieses Vieh, wirklich. Gut ist, dass deine Sachen erstmal noch da oben vorhanden sind. Ja, die sind 3 Stunden dort, auch mal ein bisschen Zeit. Aber auch keinen Schaden nimmt, ey. Man sieht halt leider auch keine Lebensleiste oder so. Ja. Jetzt rennt er wieder weg. Probier's nochmal. Nee, also laut mir drückst du zu spät. Jetzt ist so ein Stego und hat sich wieder geheilt, ne? Jetzt. Lass mich. Gucken, dass ich gut absetze. Erstmal auf der Plattform, wenn es geht. Ja. Die ist jetzt safe. Das war verdammt knapp. Oh ja. Er greift halt auch einfach das Haus an. Naja. Er greift einfach sinnlos dieses scheiß Haus an. So, wo ist denn mein Zeug? Ist das runtergefallen? Nee, das liegt da oben in der Luft. Du müsstest sozusagen auf die Hilde gehen und müsstest dann hochfliegen. War ich. So leicht war es noch nie, ne? Das schwebt in der Luft. Oh, die Hilde bremsen in der Luft ist gar nicht so einfach. Eine Bremsentaste gibt es nicht, ne? Nee. Wenn ich mit Granaten zurückkommen muss. Arschloch. Ja moin und tschüss. Ich sterb nochmal, ne? Runtergefallen. Kann man das überhaupt aus der Luft öffnen? Man müsste ja eh drücken. Dann müssen wir es machen, dass du dich unten dranhängst und muss ich die hochfliegen. Naja, selber Plan nochmal. Jo. Hab ich ihn wenigstens abgelenkt, dass er jetzt nicht beim Haus ist? Er ist nicht beim Haus, er ist genau unterm Turm. Ach, er ist bei dir. Okay. Ich bin auf Startposition, wenn du willst. Jo. Also wenn es auch geht. Ist noch mal kurz, vielleicht rennt er gleich noch mal weg. Ja, was wir jetzt sicherlich nicht aufs Spiel stellen, ist dein Leben, das wir jetzt schwach sind. Komm mal. Reinkomm. So, jo. Wir machen es jetzt. Ich fliege jetzt erstmal. Oh, kommt. Fliege jetzt hoch zu deinen Sachen. Da oben auch sowas. Ob du das eröffnen kannst. Oh, ja, hab ich noch. Du musst mir sagen, wenn wir da sind. Ich sehe jetzt. Hast nichts. Jetzt. Welche Richtung? Genau unter dir. Schweben die hier noch? Ja. Nochmal, ich. Wait. Ich glaube, wenn man das zweite Mal stirbt, sind wir noch weg, oder? Der speichert nur das letzte Inventar. Weiß ich nicht. Ich sehe sie nämlich gar nicht mehr. Ich sehe nur, dass sie am Boden liegen. Hm. Wer jetzt genau davor? Ja, ne, ich sehe ja nichts. Ich sehe nur, dass sie am Boden liegen und leuchten. Warte mal, dann setze ich dich mal kurz. Quasi. Ja, doch, ja, das ist ganz gut. Dann setze ich dich kurz ab. Du steigst auf Agnes drauf, packst mich. Ich sehe ja den Beutel noch. Ach doch, jetzt, doch, ich sehe ihn noch. Doch, ich sehe ihn noch.
Aber wir können das gerne mal probieren. Dass du das mal machst. Hier genau drunter. Welche Taste? Rechte Taste. Jetzt bloß nicht wieder rechte Taste drücken, wa? Nee. Okay, ich sehe, ich weiß, was du meinst. So, sind wir genau da, oder was? Ja, in Flugrichtung. Direkt vor dir. Der Ja. E-Trucks müsstest du es haben. Ach, hier ist es, warte. Ich hab ich's. Ist dann bestimmt zu schwer. Krieg's nicht hin. Ich komm nicht ran, der wackelt zu viel. Wir müssen ein kleines Stückchen vor. Da sind wir zu weit weg. Versuchen wir nochmal neu. Ja, genau. Also ich kann es öffnen, also ich wollte nur rankommen. Im kurzen Zeitraum. Brauche ich ein bisschen Anflug, dass ich gerade bin. Bist genau rechts daneben. Es Hab's, ist direkt neben ich dir. hab alles. Alles mitgenommen, kann losgehen. Ich lande wieder neben Hilde. Was muss ich drücken, um dich abzusetzen? Rechte Maustaste. Leg's in Hilde rein. Ja. Cool, ich glaube, das geht gar nicht mit allem, oder? Das werden wir gleich sehen. Böse, dass immer klingt, wenn der was frisst. Dieser Scheiß. Dinosaurier. Doch, ist alles drin in Hilde. Was ich jetzt so auf den ersten Blick sehe. Sollte ich irgendwas vergessen haben, sag Bescheid. Achso, das Fleisch von Hilde muss ich nicht mitnehmen. Meine Schuhe sind kaputt, okay. Na gut, auf den bin ich ja gelandet. Dann können die auch weg. Also ich mach das jetzt gleich. Ich fliege jetzt gleich vor den, dass der mich triggert. So als ich ihn getriggert habe. Und dann fliege ich einfach Richtung Felsen. Und wenn der dann da runterfällt, dann kommt er nicht mehr hoch. Aber denk dran, dass du mit Agnes nicht ganz so schnell bist. Oder du machst mit Hilde. Mir ist egal. Ich habe auch nicht viel Ausdauer. Ja, krieg mal schön. Warte mal. Das machen wir schon. Was bekommen wir hin? Soll ich schon probieren? Mach ruhig. Bin gespannt. Was war denn jetzt? Das war übelst weit weg. Aber. Ja, aber das ist trotzdem noch direkt in dem Bereich, den wir bauen Ja, wollen, ich ne? weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist ja das Problem. Aber da. Sie hat noch kein Level-Up, schade. So, jetzt. Aber langsam fliegen. Und Gas geben. Wenn er uns in der Luft erwischt, dann sind die Viecher fast tot mit einmal. Na, der hat mich vorhin schon zweimal erwischt. Richtig Bock auf dich hat er nicht? Nee. In welche Richtung willst du denn eigentlich treiben? Hätten jetzt hier genau in meine Flugrichtung hätte ich ihn jetzt mitgenommen. Das ist aber Richtung Wasser, Richtung Meer. Oh, egal, Hauptsache weg. Ne, warte mal, Jetzt. jetzt habe ich noch, jetzt habe ich noch. Wir gehen in die Richtung. Ja. Habe ich noch Luft zu ihm? Ja. Meisen da hinten runter. Jetzt hat er wieder einen anderen Dino gesehen und frisst ihn. Naja, ist nicht schlimm. Krieg mal, den krieg mal. Mehr macht das Vieh halt auch nicht, ne? Ist einfach groß und tötet. Hol noch mal Ist kurz Energie. der Abschaum der Gesellschaft. Wenn ihr so ein scheiß Karno oder so, das wäre ja nicht das Problem. Selbst ein T-Rex wahrscheinlich. Noch nicht so schnell. Komm, ja. Fresschen. Ja, links runter, links daneben. Ja, genau. Kommt. Tschüss. Jawoll. Du dreckiger Scheißvieh.
Also da unten einen Umweg, Unfug treiben, ja. Wir bekämpfen das Vieh die ganze Zeit. So, das erste wäre eigentlich jetzt zubauen, dass er nicht wieder hochkommt. Aber das Problem ist halt wie, gell? Es gibt nur einen Weg, und das ist der hier. Ja. Also dem würde ich gerne später mit Autogeschützen zuballern. Den Weg hier. Wenn das der einzige ist, den er gehen kann. Sollte er irgendwann wieder hochkommen, dann schmeißt man ihn einfach wieder runter. Würde ich sagen. Oder? Oder diese Bären? Nicht ablenken lassen. Da war ein Bär. Lass mal einklatschen, komm. Ja. So, ja, zubauen. Bleibt jetzt nur die Möglichkeit, hier eine Wand hochzuziehen. Eine große, aus Stein. Metall. Oder Stein Metall. Kann er überhaupt machen. Aber Metall haben wir keins da. Jo. Ja, dann hoffen wir, dass er unten bleibt. Ja, und wenn er wieder kommt, dann... Sind das Biber? Wie groß sind denn die Biber? Groß. Und das da unten sind keine Biber, die da rumlaufen. Was ist das dann? Das sieht aus wie so ein Faultier. Ja, aber halt. Aber es ist kein Biber. Das ist leider kein Biber. So, ab erstmal zur alten Bude. Gucken, was er alles kaputt gemacht hat. Ja. Okay. Da oben unseren Angriffsturm, den würde ich erstmal lassen, ne? Ja, das erstmal da. Sieht schön aus. Also das würde ich dann auch später gerne benutzen. Hier so ein paar Pfeiler hochgebaut oder so. Und dann da oben wie so eine kleine... Ampfinsel, sage ich mal, zu machen, wo du auch Katapulte und so einen Scheiß hinstellen kannst. Scheiß Vieh. Also abschließend, ne? Ja, richtig. Gut gemacht, Agnes, kriegst du auch einen Punkt. Stell dir doch nicht unten ab. Mensch, da haben wir das schon. Hui, fast tot. Also oben runterspringen und dann in den Turm rein, das tut weh. Alles kaputt ist hier. Vor allem, er hat's auf die Hälfte runtergedrückt, die Steinwände. Na gut, ich sag mal, das Ding war ja eh nicht dafür gedacht, dass es hier länger bleibt, ne? Ja, aber so als erste Behausung sollte es schon bleiben. Also 250 Metall haben wir schon mal da, das ist schon mal schön. Also gehen wir jetzt am besten auf Metallsuche, oder was? Kannst du schon Metallwände bauen? Müsste. Naja, dann gucke mal, was du da brauchst. Wie viel? Dann gehen wir auf Metallsuche. Ja, ich hab's noch nicht gelernt, aber ich habe 400 Punkte übrig. Wo ja Metallzeug ist. Ja, ja doch, Metallwände habe ich schon gelernt. Metallbahn und Zement. Wie viel? 25 Metallbahn, 7 Zement. Warum? Weil ich Punkte brauchte, ich musste ein Level abmachen. Ach, hör doch auf! Die Viecher kann man übrigens geil reiten. Ah, da kommt schon wieder ein neuer. Das Einzige, was hier neu kommt, ist ein Giganotosaurus. Ja, als nächstes kommt eh der Greif rüber. Macht uns weg. Aber gegen den habe ich so ein bisschen die Chance. Nee, eben nicht, weil der fliegt. Der ist ja auch sehr, sehr stark und der fliegt. Krieg mal schon hin. So, also, wie machen wir es denn jetzt? Wollen wir erstmal so ein... Mal, pass auf. Jetzt kommt es wieder drauf an, wie zeigt man das am besten, ja? Nein. Ich setze mich jetzt kurz auf Agnes. Dann klären wir mal ab, wie groß jetzt erstmal so das kleine Land sein soll, sage ich mal, oder? Da bauen wir jetzt erstmal eine Mauer hin. Steinmauer oder Holzmauer, keine Ahnung, dass wir erstmal hier drinnen so ein bisschen Ruhe haben. Oder wollen wir das komplett ganz lassen und wollen dann einfach irgendwann gleich einen riesen Zaun bauen? Ja, wir könnten theoretisch schon einen inneren, einen äußeren Kreis machen. Sonst hätte ich jetzt erstmal gesagt, so als kleine Hauptmilitärbasis, keine Ahnung, so von hier an der Kante. Hier vor. Halt einfach so einmal. Naja, ringsrum. Als U von rum. Halt nicht allzu groß. Aber so, dass man hier drinnen halt sich entspannt bewegen kann und auch mal landen kann. Wie gesagt, später würde ich hier oben wie so eine kleine... einen Flur bauen.
nennen soll. Dass wir da oben dann unsere Verteidigungsanlagen hinbauen. Und irgendwann würde ich die Zäune eh dahin bauen, wahrscheinlich, wo was eh nicht mehr sieht. Die Ländereien abzustecken. Schau mal, wie viel Holz so ein Baum gibt. Jetzt wäre es fast am besten, wenn wir hier unsere Dinos hätten, ha? Ja. Aber wie kriegst du den Terry hierher? Ich weiß nicht, ob der Adler den tragen kann. Er kann auf jeden Fall einen Parasaurus tragen. Ja, hätten wir halt vorher mal ausprobieren müssen, ne? Ja, moin. Das Wasser, ja. Boah, das zieht sich nicht komplett durch. Das hätte ich gesagt, mal mit dem Floß hier runterwärts schippern mit unseren Dinos und dann irgendwo anlegen und dann hierher laufen. Ja, das Anlegen wäre quasi die Richtung, in die du ihn eigentlich treiben solltest, da kommt irgendwann mehr. Richtig. Da könnten wir anlegen. Na gut, bauen wir halt erstmal hier so ein bisschen rum. Ja. Jo, kann man mit Holz vollgehauen. Bin mal gespannt, wann er wieder da ist. Aber wenn du Holz holst, hol ich Stein. Jeder Zuschauer wird schon denken, warum haben sie es nicht gleich so gemacht? Höchstwahrscheinlich. Die sind so blöd. Willst du machen? Achso, du kannst übrigens auch mit Agnes herkommen, da kriegt man mehr Rohstoffe weg. Wieder so ein scheiß Insekt hier. Mann, ja. Ja, es sind einige. Ach, komm ran hier. Au, au. Hey, wo? Ja. Auch. Danke. So, wo ist er denn, Agnes hier? So, und das ist gleich der nächste Laufvogel. Das Könntest du gerne nochmal hochleveln? hab ich gemacht. Da haben wir ein bisschen Stein reingeknallt. Die geben gut Holz, die Bäume. Ich glaube sogar, 275. dass du auf denen sogar Baumplattformen bauen kannst. Das Wenn es die kann waren. sein. Also es waren diese Riesenbäume. Noch dicker sind, die man nicht abbauen kann. Weiß ich jetzt nicht. Mann, hä, wie weit hätten wir jetzt schon sein können, wenn das nicht beim ersten Mal schon so scheiße gelaufen wäre? Schade, dass wir die Bäume jetzt abreißen müssen, aber jetzt sind halt keine großartig in der Nähe. Wir müssen in die andere Richtung reiten, fliegen. Halt. Naja, kommen sie. Oh, die ist gleich voll. Trainer. Wäre es vielleicht fast doch sinnvoller, im Endeffekt dann Steinwände zu machen. Braucht man aber auch Holz. Aber halt hauptsächlich Stein. Ja, jetzt hat sie gerade nicht genug, ich weiß, aber. 600 hat sie. Ich nehme jetzt auch nochmal so viel mit, wie ich kann. Da bringen wir das erstmal zurück und dann können wir ja schon mal Steinwände bauen. Da würde es eigentlich jetzt auch Sinn machen, wenn ich die jetzt auch mal lerne, weil dann können wir nämlich beide gleichzeitig produzieren. Brauchen wir dafür? Was ist denn Holz? Ach so, du hast mein Essen. Ach ja. Das bräuchte ich dann. Bringst du gleich mit, ja. Ich werde zurückkommen. Da würde ich nämlich schon mal diese Pfeiler
diese Fundamente lernen, womit die dann draufstellen müssen, die Steinwände.